Hi, was geht, Leute? Hier ist Johnny Moore. Schön, dass du wieder hier bist. Es geht heute weiter in unserem Sandbox-Park Swoosh Bay. Und in Swoosh Bay passieren heute richtig, richtig geile Sachen. Ich kann euch sagen, seid gespannt. Es wird richtig geil am Ende. Und es wird verdammt kalt. Aber dazu später, das werdet ihr gleich sehen. Erstmal vielen, vielen Dank für 10.000 Abonnenten. Die haben wir mittlerweile erreicht. Und einfach geil, kann ich nur sagen. Dazu kommt nochmal was richtig Cooles am Wochenende. Ich weiß noch nicht, ob Samstag oder Sonntag. Aber wir werden schon mal was richtig Cooles machen. Und ja, in Swoosh Bay geht's heute weiter. Und ich find's richtig cool, dass wir mittlerweile so viele Leute sind. Für mich sind 10.000 einfach, keine Ahnung, extrem viel. Vor allen Dingen, wenn man mal überlegt, wie lange ich dafür jetzt gebraucht habe. Es war nur ein Monat und dann bam, 10.000. Ist ein bisschen überwältigend, aber ist cool, Leute. Vielen Dank fürs Abonnieren, vielen Dank fürs Zuschauen vor allen Dingen. Selbst wenn nur 10 zuschauen würden, hätte ich das genauso weitergemacht, die Videos. Also, ich glaube, am Format habe ich irgendwie nichts geändert. Aber vielleicht kommt das noch, keine Ahnung, muss ich mal gucken. So gefällt mir das Format eigentlich ganz gut, wie wir es jetzt haben im Speedbuild und ich denke mal, euch gefällt das auch. Deswegen mache ich das erstmal so weiter und die anderen Let's Plays mache ich dann so weiter geschnitten oder ungeschnitten, keine Ahnung. Wie ich es halt immer vorher gemacht habe. Und ja, ich habe von euch einen Vorschlag bekommen, dass ich die Brücke ändern soll. Beziehungsweise von einem habe ich das bekommen und er hat recht. Und ich glaube, du weißt, wer du bist und vielen Dank dafür. Die Brücke sah ein bisschen komisch aus und sah ein bisschen zu modern aus. Und deswegen haben wir uns einfach eine richtig schicke, normale Brücke gemacht aus Holz und die passt einfach mehr in die Thematik rein. Wir haben das Geländer, das Metallgeländer weggemacht und haben einfach alles aus Holz gebaut. Sieht einfach schnieke aus und passt einfach mehr ins Märchendorf rein, oder? Heute im Märchendorf kommt was richtig Geiles, darauf freue ich mich mega. Heute werdet ihr den ersten Teil davon sehen, es wird glaube ich noch 2-3 Teile dazu geben. Wir werden anfangen die Achterbahn zu designen und die wird richtig geil, kann ich euch sagen. Ich hätte jetzt eigentlich gar nicht so erwartet, dass diese Achterbahn so geil wird. Also vom Aussehen her. Aber es wird schon heftig. Und zwar werden wir Folgendes machen. Wir werden aus den Bergen eine Schneelandschaft machen, die dann quasi ja so im Hintergrund ist und einfach nur Bombe aussieht. Das Ganze wird heute ja anfangen. Wir werden damit anfangen mit so einem kleinen Haus, so eine Art, weiß ich nicht, Nikolaushütte oder so. Und dann werden wir da so ein bisschen Schneelandschaft drum machen. Wie das geht, das werdet ihr gleich sehen. Jetzt machen wir gerade erstmal so ein bisschen den Eingang nochmal ein bisschen schön. Wie gesagt, die Brücke, ganz nett geworden. Und dann haben wir noch so eine Art, ja, was ist das, ein Eingangsportal gemacht. So ein, ja, so zwei Türmchen und dann ist da halt so ein Schild oben dran mit so Lichtern und so. Sieht ganz nett aus. Habe ich einfach mal spontan gemacht, weil ich noch am Überlegen war, wie ich das mit dem Schnee mache. Mit der Idee vom Schnee bin ich jetzt nicht direkt selber drauf gekommen. Was ich gemacht habe, ich gucke ja manchmal auf Reddit und dann habe ich gesehen, da hat einer Schnee gemacht, indem er einfach ja eine platte Landschaft gemacht hat und dann das komplett mit so ja Rechteckdingern, weißen Rechteckdingern ausgefüllt hat. Und das sieht so ein bisschen aus wie Schnee. Momentan gibt es ja einfach keinen Schnee im Spiel und ja, leider. Weil ich glaube, das wäre eine richtig coole Sache, aber gibt es halt noch nicht. Deswegen werden wir das erst später wahrscheinlich kriegen als DLC oder so. Oder vielleicht kriegen wir erst Wasserattraktionen als DLC. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Schnee gibt es nicht, deswegen müssen wir uns wieder behelfen, wie wir uns damals in der Alpha beholfen haben mit Wasser. Da gab es kein Wasser und dann haben die Leute angefangen, so blaue, ich glaube, das waren Dächer, die haben sie dann als Wasserattrappe benutzt. Sah auch ganz cool aus für den Anfang. Natürlich haben wir jetzt Wasser und deswegen, das sieht natürlich 10-mal besser aus. Obwohl man manchmal immer noch diese Dächer benutzt, weil das Wasser ein bisschen scheiße ist. Also man kann es einfach nicht so setzen, wie man möchte manchmal. Und deswegen benutzt man manchmal echt noch so Dächer als Attrappe für Wasser. Was wir machen ist, wir haben ja jetzt diese Formdinger da, diese Formen, die man einfach setzen kann, die färben wir in weiß und werden daraus eine Schneelandschaft machen. Dafür brauchen wir, wie gesagt, viele von diesen Formen und vor allen Dingen viele Steine, damit das alles so ein bisschen natürlich aussieht. Und das werdet ihr am Ende sehen, wie wir das machen. Am Anfang denkt man sich, ach du Scheiße, was macht der Typ da? Was will der von mir? Was ist das? Aber dann wird es später richtig, richtig Bombe, finde ich. Und ich hätte nicht gedacht, dass das Ergebnis so geil wird, wie es eigentlich geworden ist. Wir haben heute mit einer Kleinigkeit angefangen und wir sind mittlerweile schon ein bisschen weiter. Und zwar habe ich den Berg schon größtenteils mit Schnee ausgefüllt. Ich habe den Leuten, die auf Twitter vielleicht mal sind, habe ich schon mal ein Bild rüberkommen lassen. Es sieht richtig geil aus. Und ich bin einfach, weiß ich nicht, total fasziniert, wie geil das einfach aussieht, wenn man einfach ein bisschen Arbeit mit den Formen reinsteckt und man kann da einfach so geile Sachen rausmachen. Ich sag's doch mal, ihr könnt den Park Swoosh Bay im Steam Workshop runterladen. Jederzeit ist der up-to-date da und dort könnt ihr dann einfach weiterbauen oder euch das einfach mal nur angucken. Das könnt ihr alles in dem Park machen. Und ja, dann nochmal eine Sache nebenbei. Ich habe Last Guardian angefangen. Ein hammergeiles Spiel. Jeder, der eine PS4 hat, der sollte sich echt dieses Spiel gönnen. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Eines der besten Spiele des Jahres, finde ich. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die hätten es irgendwie
verballert irgendwie, dass das ein bisschen scheiße wird oder so. Aber eigentlich ist das richtig gut geworden. Muss man dazu sagen, ich bin nicht so ein PS4-Spieler. Ich kaufe mir dann meistens immer nur die Exklusivtitel, wenn ich mal einen haben will. Und ja, ansonsten eher so PC-Spieler, ne? Aber richtig geiles Spiel. Kann ich jedem nur weiterempfehlen. Und ja, zu Planet Coaster kommen jetzt bald auch neue Attraktionen. Ich glaube, es werden auch die ersten DLCs kommen. Und zwar konnte man sich im offiziellen Forum aussuchen, was man denn hier für so ein Event für eine Attraktion haben möchte. Dann konnte man eine von vier wählen und die wird dann irgendwie für die Leute erscheinen. Ich denke mal, die anderen drei werden sie auch designen, aber die werden dann als DLC quasi im Shop verfügbar sein. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ich vermute einfach mal, weil dieses Spiel sich einfach perfekt dafür eignet, DLCs rauszuhauen. Genau wie City Skylines etc. Das sind ja so Spiele, wo man einfach ein gutes DLC raushauen kann. Da gab es ja auch diese Winterlandschaften, die man dann machen konnte. Ich weiß gar nicht, ob dieses DLC gut war oder nicht. Ich bin jetzt nicht so der City Skyline-Spieler. Deswegen, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass es dieses DLC gibt. Und es wäre cool, wenn man so ein Winter-DLC auch für Planet Coaster kriegen würde, weil das wäre schon mal richtig geil. Ich behelfe mir jetzt so ein bisschen mit diesen komischen Formen, aber ich wäre sehr, sehr froh, wenn es auch ganz normal gehen würde, also mit einem normalen Schneemod oder einem Schnee-DLC und das wäre einfach Hammer. Wir haben übrigens auch die Hexenhöhle hier so ein bisschen angefangen, da habe ich schon mal so ein bisschen weitergemacht. Das ist aber jetzt nicht so Thema des Videos, das habe ich einfach nur so nebenbei mal gemacht, weil wir den Berg grundsätzlich noch ein bisschen designen mussten und das ist halt ein Teil vom Berg und deswegen habe ich mir so gedacht, wisst ihr was, machen wir da schon mal. Dann hatte ich so ein paar Ideen, ja, machst du da so eine, weiß ich nicht, kaputte Stadt so irgendwie bei der Hexe noch hin, aber da habe ich mir so überlegt, ach nee, das sieht einfach kacke aus. Und habe mir gesagt, weißt du was, mit der Hexe machst du später weiter. Mit der Hexe, das geht erst weiter, wenn wir den Berg fertig haben. Und ja, wir haben ein paar Tannen gesetzt, das sind glaube ich diese Felsentannen, das sind so die ersten Tannen, die ich gesetzt habe. Dann gibt es noch diese Blautannen, die ich später gesetzt habe. Sieht alles cool aus, aber irgendwie hätte ich gerne ein paar mehr Bäume. Ich habe letztens mal gesagt, ja, eigentlich gibt es ja genug Bäume, die gibt es auch, wenn man die so dreht, aber wir haben von der Felsentanne nur eine Tanne. Oh Gott, was soll ich machen? Eine Tanne, was möchten die mir damit andrehen? Wieso kann man nicht einfach zwei machen? Wäre es so schwer gewesen, zwei zu machen? Nein, ich wette mit euch, dieses Spiel wird ein DLC-Fest. Dieses Spiel wird jetzt noch kein DLC bekommen, aber vielleicht in einem Monat, vielleicht Anfang Januar. Dort werden dann richtig die DLCs rausgehauen. Da kommen die, hundertfach kommen die da raus. Jede Attraktion 2,99 Euro. Direkt 5 Stück rausgehauen, bist du bei, weiß ich nicht, über 10 Euro für ein paar Attraktionen mehr. Und ich glaube einfach, dass das Spiel so ausarten wird, weil sich das Spiel einfach dafür, ja, ich glaube, das Spiel ist einfach dafür ausgelegt irgendwie. Das schreit doch danach, oder? Leider, aber ich glaube nicht, dass wir viel kostenlos noch sehen werden in der Zukunft. Was ich jetzt nicht so schlimm finde, grundsätzlich mag ich ja DLCs, das ist ja eigentlich jedem selbst überlassen, gerade in einem Singleplayer-Spiel, ob man es dann kauft oder nicht. Und deswegen ist das eigentlich nicht so schlimm. Aber was ich nicht mag, sind Multiplayer-DLCs, wo ich dann Boosts kriege. Sei es mit, dass man halt grundsätzlich irgendwie stärker ist oder auch diese Speed-Boosts, dass man plötzlich schneller leveln kann und so. Warum? Warum? Ich finde, die geilsten DLCs sind immer entweder Story-Sachen oder kosmetische Sachen. Und in dem Fall für Rollercoaster Tycoon sind es ja eigentlich kosmetische Sachen. Beziehungsweise, selbst wenn es Sachen sind, die total, weiß ich nicht, OP sind, kann man das echt sagen? Dass bei Rollercoaster irgendwas total imbalanced ist? Kann man das? Das ist ein Einzelspielerspiel. Ich glaube nicht, dass man das sagen kann. Mal klar, es gibt Sachen vielleicht, die besser sein könnten, aber eigentlich wäre es doch scheißegal, oder? Ich meine, man kann eh machen im Spiel, was man will. Es ist ein Einzelspielerspiel, deswegen können sie auch machen, was sie wollen damit, finde ich. Und wenn sie einfach ein gutes DLC raushauen, dann werden sie es auch kaufen. Wenn sie scheiß DLC raushauen, dann wird es keiner kaufen. Das ist einfach so, glaube ich. Ist ja genauso wie bei Witcher. Da würde, glaube ich, keiner für etwas Geld ausgeben, was irgendwie ja einen stärker macht. Sondern da kommt es den Leuten ja eher darauf an, dass es eine gute Story hat vielleicht oder einfach cool aussieht oder so. Und ich glaube, genau das Gleiche wird auch hier sein. Es wird sich halt eher um die kosmetischen Sachen drehen. Oder halt neue Attraktionen. Was ich auch sehr befürworten würde, weil die ganzen Flatrides, die es gibt, die sind alle sehr generisch, möchte ich sagen. Die sind alle, ja, nicht langweilig, aber die haben halt keine bestimmte Thematik. Und irgendwie ist das schon ein bisschen scheiße, weil
Ja, ich hätte zum Beispiel sehr viele Flat Rides hier zum Beispiel im Fantasy Park reingemacht, aber im Prinzip gibt es nur ein bzw. zwei Rides, die wirklich ein Fantasy-Thema haben. Das ist einmal diese Hexe und wenn man es jetzt noch nehmen würde, Karussell oder so vielleicht noch. Aber das war's. Also es würde dir eigentlich nicht so reinpassen, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, eine Psychola reinmache oder so. Vielleicht schon, weiß ich nicht. Kann man vielleicht auch noch bringen. Aber irgendwie passt es dann doch nicht. Deswegen hätte ich mich eigentlich gefreut, wenn es noch ein paar mehr Themen-Flatrides gibt. Gibt's aber nicht und deswegen müssen wir einfach warten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nachkommen wird. Ich glaube auch, das nächste DLC, was kommen wird, wenn eins kommt, ein großes, dann wird das Horror sein, weil wir haben schon so ein paar Sachen zum Horrorgebiet und einfach noch nicht genug. Also so ein paar Sachen, die man dafür benutzen könnte. Aber da könnte man einfach noch viel, viel mehr nehmen. Die meisten Flatrides, die wir jetzt haben, passen einfach total gut ins Sci-Fi-Gebiet rein oder halt in so einem Eingangsbereich oder in so einem allgemeinen Themenpark oder halt, wenn jemand eine Kirmes oder so baut, dann passen die Sachen da rein, weil man die einfach bei einer Kirmes einfach reinsetzt, da muss das gar nicht nebeneinander gut aussehen. Aber in so einem Themenpark richtig ist das schon ein bisschen schwer, finde ich. Und im Themenpark kann man dann lieber Achterbahnen und so reinpacken, weil die kann man nämlich designen, wie man will, da kann man rausmachen, was man will, was wir jetzt gerade machen. Wir machen eine Winterlandschaft aus ein paar Rechtecken halt. Und ein paar Kreisen und Smarties. Diese einen Dinger, die ich da benutze, sehen echt aus wie Smarties von der Form. Finde ich gut. Ich mag Smarties. Vor allen Dingen die weißen jetzt, weil ich gemerkt habe, daraus kann man gut Schnee machen. Und es gibt gar keine weißen Smarties, oder? Oder gibt es weiße Smarties? Ich weiß es jetzt nicht. Ich bin mir voll unsicher. Ich glaube nicht, dass es die in einem normalen Standardpaket Smarties gibt. In der normalen Standard-Edition Smarties gibt es keine weißen Smarties. Aber es gibt blaue, es gibt rote, aber keine weißen. Ha. Vielleicht gibt es eine Sonderedition mit weißen Smarties. Aber ist eh egal, von innen sind sie alle braun und die schmecken alle gleich. Das kommt noch dazu. Oder schmecken die alle gleich? Ich bin mir jetzt total unsicher. Was ist mit den Smarties los? Ist auch egal. Ist auch egal. Unser Thema ist heute Achterbahn. Und unsere Achterbahn wird richtig cool. Ich habe noch keine bestimmte Thematik dazu. Also wir wissen, das wird so ein Wintermärchen, aber vielleicht mache ich noch einen Drachen irgendwo rein. Warum nicht? Drachen sind cool und wir haben ja total die lieben Drachen hier im Park. Das ist ja eine familienfreundliche Achterbahn und vielleicht machen wir noch so ein paar Effekte da rein oder so. Müssen wir mal gucken, was wir da so haben. Effekte wolltet ihr auch sehen. Ich finde das einfach nur, bei Effekten kann man es einfach übertreiben. Wer das größte Feuerwerk abschießt, der hat halt gewonnen. Nee, das sieht halt einfach zu krass irgendwann aus. Dann hat man einfach zu viel reingeklatscht. Ich finde es einfach, dezente Effekte sind cool, aber wenn man da zu viel macht, das sieht da ein bisschen bescheuert aus. Wenn da jemand hier die größten Feuerwerke der Welt abschießt, einfach in der Mitte reinklatscht, in den See am besten noch und dann noch, weiß ich nicht, noch so ein paar Wasserfontänen rauskommen mit ein paar Funken, dann sollte man sich vielleicht überlegen, habe ich nicht vielleicht ein bisschen zu viel benutzt? Und ich hatte kurz die Überlegung, sollte ich aus diesem Märchenpark vielleicht komplett einen Winterpark rausmachen? Also eine Art Märchenwinter? Aber dann habe ich mir überlegt, Alter, das ist so viel Arbeit, dafür hast du gar keine Zeit. Ich habe für dieses Diorama, was wir jetzt gebaut haben, ungefähr, oder was wir heute in der Folge gemacht haben, habe ich 1 Stunde 30 Minuten gebraucht. Und dann für den Rest, den ich weitergemacht habe, nochmal 2 Stunden. Und ich bin immer noch nicht fertig. Das ist so krasse Arbeit einfach, die man in diesen Winterpark reinsteckt. Aber es sieht am Ende so geil aus und das hat nicht jeder. Weil das einfach so geil aussieht und es einfach sehr viel Arbeit ist, sowas zu machen. Ja, diese Woche kommt übrigens ein Video zu den coolsten Achterbahnen, die ich im Workshop gefunden habe. Das hatte ich ja schon mal gemacht, dass wir so eine Art Mastercoasters machen. Und das Video hat dann so einen richtigen Clickbait-Titel. Ich weiß noch nicht was, ihr könnt ja mal was in die Kommentare schreiben. Die geilsten Achterbahnen der Welt oder so. Weil ich mir gedacht habe, wisst ihr was? Wir müssen uns einfach mal angucken, was die Community macht. Und ich finde es einfach total scheiße, wenn ich jetzt schreiben würde, die geilste Achterbahn der Welt oder die geilste Wasserbahn oder die geilste, weiß ich nicht, die geilste Psychola, die geilste Achterbahn der Welt aller Zeit. Würde ich niemals im Titel schreiben, weil ich, weiß ich nicht, ich finde das ein bisschen selbstverliebt, ganz ehrlich. Aber wenn es nicht meine eigenen sind und die aus dem Workshop sind, dann glaube ich, hätte ich schon mal Bock, die geilsten echt einfach mal rauszusuchen. Weil ich habe gesehen, viele Leute machen sehr, sehr coole Sachen, die einfach total untergehen und ich glaube, ich setze mich mal irgendwie mal einen Tag hin und gehe einfach mal komplett durch den Workshop und suche mal die geilsten Sachen raus und das werde ich euch dann im Video präsentieren, die Top 5. Vielleicht suchen wir auch mal eine Fail-Achterbahn raus, die einfach total scheiße ist, aber dann irgendwie einen zum Lachen bringt oder so. Vielleicht hat ja jemand diese Gabe, jemanden mit einer Achterbahn zum Lachen zu bringen, das würde mich echt wundern. Aber egal.
Jo Leute, wir gehen nochmal am Ende von unserem Video durch den Park und werden uns das Ganze mal live angucken, was wir jetzt so haben. Und ich finde gerade das Dorf oben, das ist kein Dorf, das ist, weiß ich nicht, da oben wohnt der Weihnachtsmann oder so. Aber wir gucken es mal an und schauen mal, wie es dann so aussieht. So, da sind wir live im Park und wow. Das ist der Eingang. Ist der nicht schön? Oben ist ein kleiner Drache auf, das fällt mir jetzt erst auf. Ha, er schnauft. Das passt richtig zu uns, ist du. Das ist echt so ein Faultierdrache. Der passt zu uns. Ist das nicht schön, Leute? Guck mal, wie viele Leute hier schon sind. Und der Hausmeister, der macht hier auch seine Arbeit. Der Infoshop ist immer noch nicht auf, weil wir immer noch keinen Fastpass haben. Und ja, ein paar Shops fehlen noch. Aber im Großen und Ganzen sieht das auch schon schön aus. Und dann, jetzt wird's kalt hier oben. Spürt ihr es? So, da ist nämlich schon ein bisschen Schnee oben gefallen. Das ist der Anfang vom Winter. Und der Winteranfang, wie man ihn auch nennt. Und ja, ich habe sogar das Dach ein bisschen gemacht, weil ich einfach so mir gedacht habe, ja, das sieht doch einfach geil aus. Und Schnee liegt ja auch auf dem Dach. Und warum nicht? Und diese Achterbahn wird, glaube ich, so meine beste Achterbahn, die ich jemals gebaut habe. Weil, ich weiß nicht, ich finde das Diorama einfach total schön. Und ja, das ist, wie gesagt, eine Menge Arbeit mit dem Schnee, aber es passt einfach rein. Jo, Leute, da geht er ab. Da geht er ab und jetzt hier einmal durch den Park. Das ist das Diorama und das wird noch viel, viel mehr in der nächsten Folge. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du bis jetzt hier zugeguckt hast und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir, wie gesagt, 10.000 mittlerweile sind. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein, vielen Dank fürs Zuschauen, bye!